Also ich habe in der letzten Zeit so viele Bauten gemacht und am Beginn schaut das immer aus, als ob das nie etwas werden könnte. Das wird natürlich mit Corones, was der Name schon sagt, schon die Krone dieser Bergmuseen, das höchste, wird vielleicht auch das höchste Museum in Europa. Und es soll auch vom Inhalt her die Königsdisziplin des Bergsteigens beinhalten. Das klassische Bergsteigen, traditionelle Bergsteigen mit den großen Wänden, hier soll es wieder auferstehen. Diesen Tetraeder, den wir in mehreren Wandlungsschritten dehnen, strecken und auseinanderschneiden und so eigentlich schon auch eine relativ klare geometrische Form abbilden können, die sich dann auch sehr gut in den Bauprozessen umsetzen lässt. Und zum anderen war auch ein Teil der Aufgabe, wiederum Berge, bestimmte Gipfel aus Südtirol, die für Herrn Messner wichtig waren, zu fokussieren, in einen Rahmen zu setzen. Und Herr Messner wird dann dazu eine Geschichte erzählen jeweils. Das hat zum großen Teil natürlich dann auch so, sag ich mal, die Figur und die Geometrie bestimmt. Es ist mit Sicherheit eine Herausforderung, wenn man sie nicht jeden Tag bekommt. Vor allem, wenn man die sehr ausgefallene Formensprache der Bauteile sieht, wo wirklich jedes Bauteil ein Unikat ist und keine Form zweimal verwendet werden kann. Das bedeutet, wir müssen von diesen 370 Teilen circa, die herzustellen sind, auch tatsächlich 370 verschiedene Formen herstellen,
und können keine eben ein zweites Mal wiederverwenden. Dieses Museum wird sicher das letzte Museum sein.